Hallo, liebe OberbürgermeisterkandidatInnen. Uns hat eine Frage vom Sonnenberg erreicht. Und zwar, was kann man gegen den Verfall von historischer Bausubstanz tun und den Leerstand? Außerdem, wie kann man die Häuser hier in Chemnitz verschönern? Tja, die Stadt kann da nur bedingt was tun, weil das muss der Eigentümer des Hauses tun. Aber manchmal gibt es Förderprogramme. Und wir haben auch eine städtische Wohnungsgesellschaft, die sich da einsetzen kann. Am Ende braucht es Mieter, die in die Säuse ziehen. Und da können wir alle ein Stück weit mit dazu beitragen, dass es weniger Leerstand gibt. In den letzten Jahren sind eigentlich alle Häuser auf dem Sonnenberg an Personen oder Firmen verkauft worden, die damit auch was anfangen wollen und nicht nur abwarten und spekulieren. Jetzt müssen wir die ein bisschen motivieren, damit die bald anfangen und die Häuser schöner machen. Insgesamt ist es wichtig, dass wir in der Förderung von Renovierungen, von Bausubstanz, wie im Grunde genommen auch sonst in der Förderung von wirtschaftlichen Aufgaben, Anreize schaffen, öffentliche Anreize schaffen, ein investitionsfreudiges Klima schaffen, insgesamt eine Stadt haben und versuchen weiter zu intensivieren, die Menschen anzieht. Dort, wo Menschen sich angezogen fühlen, wollen sie wohnen, wollen sie einen schönen Wohnraum haben. Das wiederum wird Investoren ermutigen zu renovieren. Ich glaube, das geht im Zusammenspiel mit den Genossenschaften und auch mit den Eigentümern. Hier ist das Kommunikation das A und O. Wenn sich also ewig keiner kümmert um sein Haus und es verfallen lässt, weil er Spekulationsobjekte hat, dann muss man alles ausschöpfen, was man hat, um denen wirklich so auf die Nerven zu gehen, dass man irgendwann die Fläche entweder zurückkaufen kann oder eben weiterverkaufen kann oder dass er sie pflegt. Und gestalten kann man mit Projekten, die der Stadt selber gehören. Zum Beispiel, dass ich es an Spreer freigebe oder dass ich den BundmacherInnen sage, jetzt macht mal was draus. Ja, auf jeden Fall sollte man sich dafür einsetzen. Das ist ja unsere Geschichte, die muss man pflegen. Also Chemnitz hat ja auch jetzt nicht mehr so eine riesige historische Bausubstanz, also ist jedes Haus ist da wertvoll. Wir haben eine GGG, die hat 25.000 Wohnungen, die beschäftigt sich im Augenblick leider nur mit Plattenbauten. Und diese städtische Wohnungsgesellschaft müssen wir viel, viel mehr einbringen, dass auch unsere historische Bausubstanz saniert wird. Viele Häuser gehören ja nicht der Stadt. Die Eigentümer haben oft wenig Geld, sie instand zu setzen, was ich gut finden würde, und da kann die Stadt auch vermitteln, dass man auf den Eigentümern auf der einen Seite Nutzerinnen und Nutzer auf der anderen Seite vermittelt, zum Beispiel Künstler, Kulturinitiativen, Vereine, auch junge Familien, dass die Häuser auch unsaniert genutzt werden. Ich wohne auch auf dem Sonnenberg. Ich werde dich mit den nachfolgenden Worten nicht dazu motivieren, Landfriedensbruch zu begehen. Möchte aber eine Lanze für diese alten und verlassenen Gebäude brechen. Ich persönlich genieße sie massiv. Und ich bin nicht der Ansicht, dass wir das Stadtviertel komplett durchrenovieren müssen, dass wir Mieten brauchen wie auf dem Kassberg, sondern dass wir vielleicht auch einfach den Sonnenberg sonnenbergmäßig lassen können. Und eventuell genießt du dann auch demnächst, ohne Landfriedensbruch, diese Ruinen. Es ist ja nicht die Frage nur vom Sonnenberg, sondern wir haben in dieser Stadt eine sehr hohe Anzahl historischer Bausubstanz. Und ich möchte eigentlich nach Möglichkeit so viel wie möglich dieser Bausubstanz erhalten. Die Wohnquartiere sollen Quartiere sein, wo man sich wohlfühlt, wo es so wenig wie möglich Leerstand gibt. Und dort ist natürlich gefragt, dass Vermieter und Stadtverwaltung Hand in Hand arbeiten.